Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren GIMP-Tutorial. Heute möchte ich euch diesen Chrome-Text-Effekt zeigen und jo, fangen wir mal an. Wir gehen als erstes auf Neu und erstellen uns ein Bild mit der Breite 600 Pixel und mit der Höhe 200 Pixel. Klicken auf OK und dann erscheint unser neues Bild. So, jetzt färben wir das ein mit der Farbe 50-50-50. Gehen auf das Füllwerkzeug und füllen das. Jetzt nehmt ihr euch euer Textwerkzeug, ändert hier die Farbe auf 82-82-82, klickt auf OK, wählt euch hier ein Textfenster auf, gebt hier euren Text ein. So, jetzt geht ihr erstmal auf das Ausrichtungswerkzeug und dann wählt ihr den Text hier aus nochmal und geht einmal auf dieses Symbol und einmal auf dieses Symbol, dann ist der Text direkt mittig angeordnet. Dann geht ihr auf Rechtsklick auf die Ebene, Light oder wie auch immer eure Ebene heißt, Auswahl aus Alpha-Kanal. Dann habt ihr hier euren Text ausgewählt und legt euch einen neuen Kanal an. Wenn ihr den Kanal nicht habt, geht hier auf so ein Symbol, sagt Reiter hinzufügen und dann steht hier Kanäle. Dann könnt ihr den auch hinzufügen. Dann geht ihr hier auf neuen Kanal und sagt, der soll Tiefen heißen. Dann müsst ihr hier noch aus Auswahl initialisieren und klickt auf OK. Jetzt geht ihr auf Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner und gebt hier 8 ein. Und das machen wir jetzt nochmal, indem wir STRG, Umschalttaste und F drücken. Und dann geben wir hier den Wert 5 ein. Und nochmal das Fenster aufrufen. 2. Und nochmal mit 1. So, jetzt geht ihr auf Rechtsklick auf Light, auf die Ebene und sagt Ebene auf Bildgröße. Und jetzt geht ihr auf Filter, Licht und Schatten und Lichteffekte. Und jetzt nehmt ihr folgende Einstellung. Bei Licht müsst ihr einmal Licht 1 eingestellt haben. Da müsst ihr den Typ auf gerichtet stellen, die Farbe auf FFFF, also 6x F. Intensität 1. Position minus 1, minus 1, 1, 0, also Richtung 0, minus 1, 1. Dann gehen wir auf Licht 2. Da müsst ihr auch den Typ auf gerichtet stellen und die Farbe müsst ihr auf 2D1FE3 stellen. Intensität müsst ihr auf 2 stellen, Position x auf 2, y minus 1, z auf 1, Richtung x 0, y 1,3 und z 0. Dann gehen wir noch auf Material. Dort müsst ihr das Glühen auf 0,6, hell auf 0,5, Glanz auf 1, poliert auf 27 stellen. Und das letzte Bumpmap, hier müsst ihr den Haken anklicken und Bumpmap eure Tiefen, also eure Tiefe, euren Tiefenkanal, den ihr gerade erstellt habt, müsst ihr euch auswählen. Das ist bei euch das letzte. Ich habe jetzt nur 2, deswegen einmal die eine Tiefe und einmal das andere. Und wir müssen jetzt die letzte nehmen, müsst ihr bei euch gucken. Bei euch müsste eigentlich nur eine stehen.
Kurve linear, maximale Höhe 0,04. Und dann klicken wir auf OK. Und jetzt können wir alles deselektieren, also STRG Umschalt A. Und jetzt müssen wir nur noch einen kleinen Schlagschatten hinzufügen. Das machen wir mit Filter, Licht und Schatten und Schlagschatten. Und dort geben wir die Werte 2 bei Versatz X, Versatz Y 2, Weichzeichenradius 15. Und hier könnt ihr eure Farbe wählen. Ich kann jetzt mal ein Weiß nehmen. Deckkraft 75, Größenänderung nicht zulassen. Und auf OK. Und wie ihr seht, die Farbe gefällt mir nicht. Dann gehen wir das nochmal zurück und sagen Filter, Schlagschatten erneut anzeigen. Und machen den die Farbe wieder auf Schwarz. Und OK. Schon haben wir unseren Chrom-Effekt. Ihr könnt den jetzt nochmal zentrieren. Mit dem Werkzeug. So, jetzt könnt ihr das Ganze noch vereinen. Rechtsklick auf die oberste Ebene, nach unten vereinen, nochmal nach unten vereinen und dann könnt ihr das Ganze unter einem PNG oder unter irgendeinem Bildformat abspeichern. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Schokomuffin.